bad his ass. Scheißgangschaltung! Sabine kam mit ihrem 1000 PS Monster nicht zurecht. Und das, obwohl das Auto vor wenigen Monaten erst die Topspeed von 409 km/h erreicht hatte. Das ist schneller als ein Bugatti Veyron. So. Die meinen, ich wäre zu blöd zum Fahren. Da sollen die mal lieber selber das Ding in Bewegung setzen. Der Über-Porsche hat kein Gas angenommen. Die Karre läuft nicht. Das ist echt scheiße. Das regt mich total auf. Da reden die von 900 und grad PS. Und das Ding zieht keinen Hering vom Teller, da werde ich wahnsinnig. Echt. Bei so einem wichtigen Rennen hier, es geht um alles. Um die Deutschland-Ehre. Na? Bei mir ist das Lenkrad auf der falschen Seite, das haben die mir so eingebaut. Boah, die Säcke, ne? Bin stinksauer. Die spielen nur mit gezinkten Karten hier. Erster, zweiter, direkt in fünften. Hänge ich natürlich hinten dran. Oh, mich hättest du noch kriegen können. Ich bin sauer. Ja. Ich hier mit meinen Sitzkissen. Zu Fuß bin ich wahrscheinlich schneller. So? Yeah. How do you feel now? Ups, da war ja noch was. Die Demotor-Crew hat James May geschlagen, aber das Rennen verloren. Plätze 2, 4 und 5. Ein harter Rückschlag. So we were first. Let's just say that again, just make it clear. First. First. Third. First. And first. Last. Well, you say last? Last. That's 1-6. There's a symmetry to that. We had first and last. The two most significant places in a drag race are owned the by us. We own the whole territory now. You won the double deckers. We've got some points back. Tim ist knapp hinter dem Errol Atom ins Ziel gefahren, trotz 640 PS und Allrad. Wenn ich hier eine manuelle Kupplung gehabt hätte, hätte ich auf den ersten Metern nicht so Zeit verloren, weil es einfach funktioniert halt nicht. Der erste Gang ist super lang übersetzt und du hast dann eigentlich vom Stand weg gar nicht diesen Allradvorteil, weil dafür bräuchte der den Allrad gar nicht, weil die Beschleunigung aus dem Stand raus ist jetzt nicht so atemberaubend. Und dieser Vorsprung aus dem Stand, der ist ja dann konstant geblieben. Das heißt, er ist wegbeschleunigt und dann war ich auch dran und dann ist der bis zum Ziel war der Abstand konstant. Daran siehst du es halt. Ich habe ihn nicht eingeholt. Das nächste Rennen. Nun zu meinem Spezialauftrag. Ich drehte gegen Jeremy Clarkson an, hier auf unserem Geschicklichkeitsparcours. Auf einem Parkplatz müssen beide durch einen Slalom aus kostbaren chinesischen Vasen der Ming-Dynastie fahren und mit einer Rückwärtswende den Ball ins Tor befördern. Wir haben beide einen Mini Cooper zur Verfügung, den werden wir mal ordentlich ausquetschen. Das Problem ist nur, es wird nicht ganz einfach werden. Denn noch ist nicht geklärt, ob Mini Englisch oder Deutsch ist. Schließlich zählt die Marke zu BMW. It's German. It's from your own country. It's a Mini. It's German. It's still a Mini. If you can't get more British. Listen, in every BMW shop you will find a Mini. Tatsächlich ist die Frage gar nicht so leicht zu beantworten. Den Mini entwickelt haben die englischen Firmen Austin und Morris Motor Company. Seit 2001 jedoch bietet BMW den Mini als eigenständige Marke an. Und die aktuellen Motoren entstehen in Zusammenarbeit mit Peugeot und Citroën. Ist der Mini also in Wirklichkeit ein Franzose? It's German. Ja, die Diskussion verlief folgendermaßen. Jeremy brachte ein kleines britisches Auto, was eigentlich auch ein deutsches Auto ist. Und so treten wir jetzt beide halt mit demselben Fahrzeug an. Es ist halb deutsch, halb englisch. BMW ist halt auch Mini. Und deswegen haben wir jetzt dasselbe Auto am Start. Es wird nicht nur gefahren, sondern auch geschossen. Diese Mini-Panzer machen mit Farbkugeln Jagd auf die Autos. Carsten findet sofort Gefallen an den Kettenfahrzeugen. Da kommen Erinnerungen hoch. Dünnkirchen, Arnheim. Kaliber 9,6. Feine Sache, Panzerknacker. Auch Sabine hat etwas übrig für das Kriegsspielzeug. Oh, sowas im eigenen Garten zu haben, das wäre klasse. Ah, genial. Hast du das Zeichen gesehen? Ja. Das ist die Konkurrenz.
Tja, nur damit die Munition rausnehmen. Achso, das ist gut. Dann mach das. Die Kugeln bestehen aus Gelatine und Lebensmittelfarbe. Damit wollen die mich beschießen, die Schweine. Wacht ab. Beim Auftreffen auf den Mini zerplatzen sie. Aber ich bin schneller als die. Ich muss mich erst mal treffen. Die beiden Mini-Panzer funktionieren wie die großen. Jede Antriebskette wird über einen Hebel gesteuert. Um geradeaus zu fahren, betätigt man beide. In der Kurve nur einen. Doch der Fahrer muss ja auch noch schießen. Du steuerst die eine Kette mit dem. Genau, die andere mit dem. Okay. Das heißt, du kannst damit mit einer Hand schwenken. Genau, und dann dreht man sozusagen mit der rechten schießen. Und dann kannst du dann, weil du kannst nur hoch und runter. Ah, okay. Aber du kannst damit lenken. Und damit musst du das ausrichten. Ja. Fire up and down. Okay. Schieße ich damit bis nach Bretton rüber? Tim macht seine erste Probefahrt. Das Steuern muss er intensiv üben, denn das Rohr wird mit dem ganzen Panzer ausgerichtet. Der Panzer kostet 8.700 Euro, aber nur, wenn man mindestens 5 Stück auf einmal kauft. Carsten jedenfalls weiß, was sich militärisch gehört. Oh, ist ausgegangen. Die Panzer gehen in Stellung. Jetzt ist Schluss mit lustig. Hast du die Sache im Griff, Tim? Ich kann immer schießen. Oh, ich hab's mir gedacht. Im besten Alter. Startaufstellung für Sabines Mini. Noch steht es unentschieden zwischen dem Motor und Top Gear. Wow. Rückwärts in eine Gasse mit Porzellan. Möglichst nah ran, aber ja nichts berühren. Anlauf für die Rückwärtswende und Schuss. Scheiße. Naja, der war genauso wenig drin wie der 66 in Wembley. Jetzt muss sich Sabine auch noch mit dem Panzer herumschlagen. Endspurt. Jetzt ist Top Gear Boss Jeremy Clarkson an der Reihe. So far not one hit. Next the ticket. Sabine hat sich bisher besser angestellt. Whoa, I scored myself. Come on, Henry. Fire! Jetzt schießt auch noch der englische Panzer auf Jeremy Clarkson. James, what are you doing? Shooting at Jeremy. Well, he's on our side! Yeah, but why wouldn't you? You're right, you would. Fire! Nach Punkten liegt Sabine vorn. Jetzt muss sie Jeremy auch noch auf der Rennstrecke von Solda besiegen. 3.977 Meter Asphalt, 10 Schikanen. Nach dem Rennen muss sie mit ihrem Handtuch eine Liege reservieren. For my date with Destiny.